Moderiere ruhig schon mal an. Ja, weiter geht's mit den nächsten Themen. Ne? Ich zock jetzt, ich hoffe mal, dass ich kein Thema von mir ziehe. Was schwierig wird, muss man dazu sagen. Ja, weil mehr als die Hälfte der Themen sind von mir auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Ja, das ziehen wird jetzt erstmal so ein bisschen dauern. Start drücken. In der Zeit. Obwohl, ich komm. Alter, Wichser. Ich krieg direkt ein Thema über Biologie. Okay, du darfst nicht darüber reden, bevor du nicht im Auto sitzt. Ich bin mir das angenommen. Okay. Du musst im Auto sitzen. Ja, warte, ich muss mir so. Ach du Scheiße. Ja, du kannst aber das Thema trotzdem schon mal vorlesen. Ja, okay, das Thema ist Mitose, Meiose und Zellteilung. Meiose heißt das. Meiose? Was ist denn Meiose? Ich hab doch keine Ahnung, was Meiose ist. Egal, ich habe total die Ahnung darüber, wollte ich sagen. Einfach immer A drücken, ne? Ja. Okay. Zell. Oh, ich muss erst im Auto sitzen. Ja, wir sind noch nicht so weit. Also, das war jetzt nicht so gut geplant von mir. Ich nehme auf jeden Fall den Typen mit dem Brusthaar. Ja, okay, ich sitze jetzt im Auto, lege meinen Arm aus dem Fenster und bin jetzt erst losgefahren. Auf jeden Fall, Zellteilung, ne? Ist ja auch so, teilweise macht das ja jede Zelle, ne? Also eigentlich macht das jede Zelle, auch zur Regenerierung und so und keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung von den anderen Teilen, deswegen muss ich... vielleicht derjenige, der das Thema mal hat, ein paar Fragen stellen. Ich sag mal, Zellteilung ist ja jetzt nicht nur eine Sache, die jetzt einfach nur zur Erhaltung da ist, sondern es gibt ja auch so einen Teil... Ja, zur Erstellung und so, also... Ja, egal, red weiter. Was ich jetzt meine, es gibt ja jetzt gutartige Formen, bösartige Formen. Und ja, jetzt. Mutation oder was? Es gibt Mutation. Thema, sage ich jetzt mal, Brustkrebs. Da hast du doch schon auch eine Meinung zu. Brustkrebsvorsorge und so, ist das, da gibt es ja häufig so die Meinung, ist das jetzt. Ist das gut, ist das schlecht? Also, Vorsorge ist immer gut, ist meine Meinung. Aber zu viel Vorsorge ist auch nicht gut. Also, man sollte schon vorsorgen, aber nicht in übertriebenen Sinn. Haben die Farben ja eigentlich was zu bedeuten? Ich habe das noch nicht. Ja, rot ist schwerer als gelb und grün ist richtig leicht. Also insofern, wenn du keine Zeit mehr hast, nimm besser wen grünes. Okay, dann habe ich... Kriegst du auch weniger Geld. Ja, ich bin doch ein totaler Profi hier. Auf jeden Fall, zur Zellteilung könnte ich jetzt auch... Mitose hat doch was mit Fortpflanzung zu tun. Nee, das ist Meiose. Meiose? Meiose ist das, was so bei der Eizelle halt passiert. Ach so, okay. Oh, zum Glück habe ich das Thema nicht. Also, ich hab doch... Alter, ich hab mega viel Zeit, aber ich die ganze Zeit gegründet. Ich kann ja nichts über dieses Thema. Dann sag doch mal was zur Zellteilung bei der Eizelle. Also ich Fortpflanzung ist ja jetzt ein großes Thema. Und ja, also wenn die befruchtete Eizelle dann in einem gewissen Stadium ist und ich hab keine Ahnung und ich bin... Boah, hatte die alle keine Sexualkunde? Das war für mich uninteressant, weil ich bin ein Mensch, der keine Fortpflanzung hat. Was war denn interessant für dich bei Sexualkunde? ich bin asexuell, wollte ich an dieser Stelle gesagt haben. Ja, gut, dass wir das... Ich hab noch nie an Sex gedacht. Dass ich über dieses Thema gesprochen habe, ist auch schon 12 Jahre her gefühlt. Ich mit meinen 52 Jahren hier, ne? Ja, man wird nicht mehr. Also ich rede die ganze Zeit nur um das Thema herum, habe ich das Gefühl. Nein, tust du nicht. Auf jeden Fall. Du kratzt schon so die Außenhülle. So an. Apropos Hülle, ne? Die Zellen bestehen ja auch aus mehreren Hüllen. Ja, Hüllen Schichten. Und Schichten. Ja, genau, Schichten. Wie Schreck. Und oder eine Zwiebel. Ja. Was? Ja, das war das erste Beispiel. Schreck. Hä? Das ist aber schräg. Jetzt, ja, ist auch egal. Weiterreden. Alter, ich fahre hier gegen. Okay, auf jeden Fall gibt es ja auch unterschiedliche Zellen, ne? Und nicht alle Zellen teilen sich gleich schnell. Und auf jeden Fall muss man auch bedenken, dass Safer Sex ganz wichtig ist, damit man das gar nicht erst herbeiführt. Also ich bin da ziemlich verfahren und ich würde sagen, benutze immer ein Kondom und ich fahre hier gerade gar nicht. Wünsche ich euch noch alles Gute. Ja. Schön.